Ja, und da sind wir schon auch ganz unten angekommen. Hier ganz vorne, das sind Fotobücher, die zeige ich euch natürlich nicht. Da sind unser Hochzeitsfotobuch und unsere Hochzeitsreise und ja, das hier ist unsere Hochzeitszeitung, die es gab und ein Fotoalbum, das also die Tante von meinem Mann uns gebastelt hat. Aber hier können wir dann weitermachen. Das ist das Artbook zu Horizon Zero Dawn, ein absolut fantastisches Spiel. Ich liebe dieses Spiel und ich musste natürlich das Artbook dazu haben. Ich hätte gerne eigentlich auch das Lösungsbuch, aber das ist halt einfach unbezahlbar. Ich kann es mir nicht leisten, deswegen habe ich das leider nicht. Hier ist noch ein Poster Collection von The Last of Us. Ebenfalls ein großartiges Spiel. Und hier sind halt Poster drin, einfach in verschiedenen Ausführungen. Ja, ich musste das irgendwie auch haben. Ich fand das total toll, aber es ist so eine überdimensionale Riesengröße und es passt nirgendwo rein. Ja, ich muss mal nochmal mein Regal irgendwie umbauen, dann passt es vielleicht irgendwie. Hier oben haben wir das Bilderbuch Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ist mein absolutes Lieblingsmärchen. Ich liebe dieses Märchen und als ich gesehen habe, es gibt es ins Bilderbuch, musste ich mir das natürlich holen. Es sind halt die Bilder aus dem Film plus die Geschichte und ja, ich musste es haben. Dann habe ich hier die 90er, wisst ihr noch, das habe ich euch auch in meinem Lesemonat November vorgestellt. Ganz, ganz tolles Buch, ich liebe es. Dann habe ich hier noch oben drauf liegen, auf der Titanic, Augenzeugen berichten. Ja, ich interessiere mich sehr, sehr, sehr für die Titanic und die Hintergrundgeschichte und alles und wie das entdeckt wurde und was da passiert ist. Finde ich super spannend, deswegen habe ich hier noch ein weiteres Buch von Titanic. Von Robert D. Ballard, Das Geheimnis der Titanic, 3800 Meter unter Wasser. Das ist wirklich ein Kompendium, muss man schon echt sagen, rund um alles Wissenswerte zu Titanic. Ich freue mich schon darauf, das ist ziemlich neu bei mir eingezogen, mich da reinzulegen und hier reinzulegen klingt gut, das einfach für mich zu entdecken und mich da voll begeistert dabei zu sein. Dann habe ich hier den Schuber von Tribute von Panem. Ich habe diesen orangenen Schuber. Ich fand irgendwie dieses hier vorne am schönsten bei dem orangenen Schuber. Und hier habe ich so ein Lesezeichen mit dem Spotttülpel. Ja, fand ich irgendwie ganz toll. Also, es hängt dann immer da dran. Und es steht hier vorne dran, aber das muss ich mal zur Seite schieben, damit wir die anderen Bücher noch sehen können. Dann habe ich hier den Comic Game Over. Das habe ich euch auch mal in einem Bücherschätze-Video vorgestellt. Ganz, ganz tolle Comic-Reihe. Auf jeden Fall Lacher garantiert. Ich finde es großartig. Ich kann es euch nur empfehlen. Dann habe ich hier von. Oh Gott, es staubt es hier. Dann habe ich hier von dem Autor, den ich euch schon mal vorgestellt habe, bei Mein schwarzer Hund, Matthew Johnstone. Hier schreibt er noch mit Dr. Michael Player, kein Stress. Es ist ein bebildertes Anti-Stress-Buch. Ich finde die ja großartig, diese Zeichnungen, kurze Erklärungen. Also ich finde, die beschreiben das einfach auf den Punkt gebracht. Deswegen habe ich mir das geholt. Und dann habe ich hier die Arkadien-Reihe. Nicht umfallen. Mit großartigen Covern. Ich finde, ich würde mich echt, ich würde weinen, wenn ich diese Reihe aussortieren müsste. Ich habe sie noch nicht angefangen zu lesen. Aber wenn ich diese Reihe mal lesen werde und die blöd finde, werde ich, glaube ich, einfach nur wegen den Covern behalten. Ich bin sonst echt nicht so, aber ich finde diese einfach so, so schön. Das ist der Hammer. Selten so schöne Cover gesehen. Wirklich. Ich habe von diesem Cover hier ein kleines Notizbuch vom Verlag bekommen damals und oh, ich finde es total schön. Ich weiß, ich traue mich gar nicht, in das Notizbuch was reinzuschreiben, weil ich denke, wenn ich da was Blödes reingeschrieben habe, ist das Notizbuch dahin. Ganz, ganz komisch. Ja, dann habe ich hier von Sharon Bolton Dead End. Ja, es ist ein Thriller. Es geht hier, glaube ich, auch um eine. Nee, es geht nicht um. Also ich dachte, es geht hier um eine Irrenanstalt, aber es geht hier nicht um eine Irrenanstalt. Es geht hier um wahnwitzige 25 Selbstmorde in 5 Jahren und irgendwie irgendwas, was die Jugendlichen in den Tod treibt. Und
Ja, klingt sehr, sehr cool. Klingt sehr spannend, muss ich sagen. Dann habe ich hier So dunkel der Wald von Michael Castell. Es geht hier irgendwie um Jugendliche, die im Wald leben. Sie kennen nichts anderes als diesen Wald. Eines Tages gerät aber die Situation außer Kontrolle und die lang ersehnte Freiheit ist zum Greifen nach. Doch solange der Wunschtraum war, erscheint ihnen plötzlich alles fremd und beängstigend und die Jagd auf sie hat bereits begonnen. Klingt auch mega cool. Dann von S.J. Watson, tu es nicht. Das ist die Autorin von Du darfst nicht schlafen, was ich ja unglaublich gut fand. Unglaublich. Hätte ich eigentlich in meine Psychothriller, Büchertipps auch mit reinnehmen müssen, weil es eigentlich wow, so gut ist. Also, Du darfst nicht schlafen, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das habe ich noch nicht gelesen, aber das habe ich einfach, ohne nachzulesen, worum es geht, einfach gekauft, als mir Du darfst nicht schlafen so gut gefallen hat und danach dann der neue Roman von ihr kam. Und dann habe ich von John Katzenbach Das Opfer. Habe ich noch nicht gelesen. Ich habe aber von Katzenbach unglaublich viele Bücher gelesen. Und ich wollte damals eine komplette Sammlung von John Katzenbach haben. Und das habe ich auch mehr oder weniger. Ich habe ganz, ganz viele von ihm. Das werdet ihr noch im Laufe der Bücherregale sehen. Aber nicht alle, tatsächlich. Und die neueren, die dann als gebunden plötzlich rauskamen, weil die kamen alle im Knauer Verlag in diesem schwarzen Cover mit so diesem roten Bändchen, was zu so einer Reihe dann entstand, wenn man die nebeneinander gestellt hat. Und plötzlich waren die dann als gebunden rausgekommen. Und ich dachte, nein, danke, bezahle nicht so viel Geld dafür. Machen wir weiter mit Gabi Ingrassia. Danke, gut genug. Perfektionismus entspannt hinter sich lassen. Ja, der Titel sagt schon, worum es geht. Ich mag diese Reihe dieser Mind Souls Bücher. Die sind schön bebildert und schön gemacht. Und einfach schnell und gut zu lesen, weil die auch sehr, sehr dünn sind. Dann habe ich hier Kaufsucht, Behandlung, Hilfe, Tipps, befreien Sie sich vom zwanghaften Shoppen. Ja, ich finde das super interessant. Ich finde es super wichtig, sich mit sowas auch zu beschäftigen. Hier geht es nämlich auch unter anderem darum, dass man halt eben Verführungen nicht erliegt und wie das so in der Shoppingindustrie funktioniert. Ich finde sowas unglaublich spannend. So, dann habe ich hier zwei Bücher zum YouTube Spaß und Erfolg mit Online-Videos. Das sind einfach so ein bisschen Tipps, wie man Videos entsteht und wie man halt irgendwie kreativ sein kann, worauf man achtet. Ist ja auch schon eigentlich veraltet, also eigentlich nicht mehr aktuell. Ich glaube, ich meine, dass das auch immer wieder neu aufgelegt wird, aber ich glaube, das ist die dritte Auflage. Gibt es nicht eine neuere? Ich weiß es gar nicht. Und dann ist es hier Play, das Handbuch für YouTuber. Schritt für Schritt auf YouTube bekannt und erfolgreich werden, Ideen finden, inklusive Grundlagenwissen zu Kamera und Beleuchtung und sowas. Also ich finde halt sehr, sehr viel wichtig davon. Ich monetarisiere ja meinen Kanal nie. Also das ist nicht mein Plan. Deswegen ist mir da Reichweite ziemlich Schnuppe. Aber ich finde es halt sehr interessant für die Kamera und Beleuchtung. Da hatte ich halt null Ahnung von, als ich anfing, Videos zu machen. Und ich fand das sehr, sehr interessant. Ich finde auch allgemein zu dem Kreativstudio und sowas von YouTube und sowas steht hier sehr, sehr viel dabei. Und ich finde das unglaublich gut gemacht. Also kann ich euch echt empfehlen, so als Nachschlagewerk. Es gibt ja nicht so viel dazu zum Thema YouTube, aber ich finde es halt sehr wichtig. Ja, dann habe ich hier Seelenprügel von Anke Elisabeth Ballmann. Das habe ich euch ebenfalls im Lesemonat November vorgestellt. Und dazu gibt es auch eine Rezension, kann ich euch gerne verlinken. Ja, sehr interessantes, sehr wichtiges Buch. Dann habe ich hier von Carrie Drewery, das reimt sich irgendwie, Marthas Widerstand. Es geht hier um eine, ich glaube, ja genau, also sie sitzt irgendwie in der Arrestzelle und sie wird des Mordes angeklagt und das ganze Volk kann irgendwie darüber abstimmen, ob sie schuldig oder unschuldig ist und sie will sich halt dagegen auflehnen, gegen dieses ganze System, wie das Ganze funktioniert. Fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich finde die Idee sehr interessant. Dann habe ich hier Seht, was ich getan habe von Sarah Schmidt. Ich wollte schon Englisch aussprechen, Smith. Es geht hier wohl irgendwie um
ja, zwei Leichen, also zwei Elternteile, die tot aufgefunden werden. Und Lizzie, glaube ich, heißt sie. Heißt sie Lizzie? Ja. Lizzie ist, wird halt zu Hauptverdächtigen ernannt, weil sie sich auch nicht erinnern kann, was sie an diesem Abend gemacht hat und wo sie gewesen ist. Und weil, wenn man nicht weiß, was man gemacht hat, ist man meistens der Schuldige. Und ja, deswegen ist sie die Schuldige. Und ob sie es wirklich getan hat oder nicht und ob sie es vielleicht verdient haben, ist ja immer so die Frage. Dann habe ich hier Hanya Yanagihara, ein wenig Leben. Irgendwie hat das jeder schon gelesen. Meins ist noch eingeschweißt, denn die Seitenanzahl schreckt mich schon ein bisschen ab und ich finde das Cover so furchtbar. Ich habe aber schon von vielen gehört, die sagen, dass das Cover wirklich perfekt passt zur Geschichte. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch, aber ich glaube, ich nehme mich dieses Buches irgendwann mal an, wenn ich wirklich emotional da das kann, lesen kann. Es soll sehr, sehr bedrückend sein. Ist bei vielen aber auch als das beste Buch des Jahres irgendwie gekürt dann worden. Ach, mal gucken, wann ich dazu komme. Es ist halt extrem dick und extrem schwer und ich weiß nicht, ob ich das jemals lesen werde. Dann habe ich hier von Melanie Sommer eine Therapie für Aristoteles. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass es hier um ein Mädchen geht, das eine Schreibtherapie macht. Schieß mich tot. Ich weiß nicht genau, ob es so ist. Also sie will irgendwie, ihr ganzes Leben ist irgendwie eine chaotisch und sie möchte irgendwie mit einem Bestseller landen und wer braucht denn noch eine Therapie, wenn sie ja diesen Bestseller schreibt und damit berühmt wird. Also klingt sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, ob mir das gefallen wird. Dann habe ich hier, und das ist auch schon sehr lange bei mir, von Katharina Biewald, ein Buchladen zum Verlieben. Ich meine, es gibt auch schon Ewigkeiten als Taschenbuch. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, worum es geht. Es geht natürlich um eine Buchhandlung, das sagt ja schon der Titel. Aber was sonst irgendwie in dieser Buchhandlung passiert, ich kann es euch nicht erzählen. Aber es ist einfach, ja, es ist ein schönes Cover. Es geht um Buchhandlung und zu der Zeit, als ich mir das gekauft habe, wollte ich unbedingt alles, was Thema Buchhandlung hat, lesen. Dann habe ich von Theresia Mora das Ungeheuer, eins der wenigen deutschen deutschen Literaturpreisträger, das mich wirklich angesprochen hat vom Thema und ich es unbedingt lesen wollte. Ich kann es euch jetzt nicht mehr erzählen, worum es geht. ja, es ist lange her, dass ich mir das gekauft habe. Ich kann es euch echt nicht mehr erzählen, worum es geht. Es geht wohl irgendwie um einen Mann und er liest das Tagebuch seiner Frau und ja, die Geschichte, es spielt hier irgendwie in Budapest, glaube ich. Oder? Ungarische Heimatdorf oder in Budapest oder ein Hängen von Aravat und so beginnt sich Darius Kopp auf eine lange Reise auf der Suche nach der Wahrheit über seine Frau. Ja. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht aussortieren. Ich habe immer irgendwie noch Bock, das zu lesen. Dann habe ich von Terry Mind Games noch original verschweißt. Ja, ihr seht, ich habe da wirklich viel gelesen. Ich habe eine Leseprobe damals gelesen und ich weiß, dass mir die Leseprobe großartig gefallen hat. Es geht irgendwie um ein Computerprogramm, das in den Köpfen der Menschen irgendwas macht. Ich weiß nicht genau was, auf jeden Fall sie kontrolliert. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ist das ein Einzelband? Weiß das jemand? Oder gibt es da noch irgendwie weitere Bände? Ich meine, ich habe das... ich glaube, ich habe da andere Bände dazu gesehen mit anderen Farben. Kann das sein? Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe es auf jeden Fall immer noch nicht gelesen, aber ich will es unbedingt lesen, denn sowas interessiert mich ja total, so Computerspiele und irgendwie sowas. Das liebe ich ja total. Ich will das unbedingt eigentlich lesen. Und als letztes in dieser Reihe hier von Birgit Kämmerer, Der Himmel in deinen Worten. Das erinnert mich so ein bisschen an 17 Briefe. Wie ging der Titel weiter? 17 Briefe. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es auf jeden Fall gelesen, das weiß ich. denn es geht hier um ein Mädchen, das irgendwie Briefe an dem Grab ihrer Mutter hinterlässt und eines Tages bekommt sie eine Antwort von einem Jungen, von dem sie das überhaupt nicht erwartet und sie tauschen sich irgendwie aus. Doch er ist eigentlich voll der Loser. Und sie ist total eigentlich enttäuscht, wer da hinter diesen Briefchen steht, aber irgendwie hängt dann doch vielleicht mehr dahinter. Es ist aus dem HarperCollins Jahr Verlag und deswegen muss ich es natürlich lesen. Ja,
Ich mache jetzt hier voll die Werbung für HarperCollins, aber Leute, wenn ihr wirklich ein bisschen außergewöhnlichere Bücher lesen wollt, dann guckt mal bei HarperCollins vorbei, echt. Die Themen sind total cool und ich finde, die Autoren, die aufnehmen, können echt schreiben. Also bisher hatte ich echt noch nie eine Enttäuschung dabei. Ich glaube, ich mache die zweite Reihe einfach hier hinten dran auch direkt weiter. Dann haben wir schon mal die unteren Teile komplett. Dann habe ich hier von Asuka Leonera Nemesis Hüterin des Feuers. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das war einfach ein Buchkauf. Das Cover hat mir gefallen und die Hauptprotagonistin heißt Evelyn. Und irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, musste ich dieses Buch haben. Ich habe es signiert, weil ich habe es direkt beim Verlag bestellt. Und irgendwie ist das so, ich weiß nicht, ob ich das jemals lesen werde, aber ich werde es irgendwie nicht aussortieren. Kennt ihr das? Ich weiß nicht wieso. Aber Evelyn Porter, genannt Nemesis, ist die beste Gamerin der Welt. Es geht auch noch um Games. Also Leute, irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals lesen werde. Aber ich werde es nicht aussortieren. Ich werde es für immer behalten. Dann habe ich, und das Cover darf ich euch eigentlich gar nicht zeigen, weil das ist eigentlich ein ganz furchtbares Cover. Und zwar von, oh Gott, das ist ja da unten noch schlimmer. Das Buch der 1000 Sünden von James White, Rod James White, so. Also das Cover ist schon echt pervers. Also Leute, hinten kann ich euch auch nicht zeigen. Okay, ich zeige euch mal die Seite. Also, ja, ganz furchtbares Cover und das ist so eine Sonderausgabe. Ich mag Rod James White. Ich habe einiges von ihm gelesen, fand es alles super und deswegen habe ich mir damals diese Sonderausgabe geholt. Ich muss aber sagen, das Cover macht mich echt ein bisschen groggy. So, dann haben wir hier von Paula Traeg de Borch. Unter Wasser hört dich niemand schreien. Ja, das ist irgendwie so ein High Society Roman. Es passiert ein Mord und irgendwie jeder ist... kann schuldig sein, jeder ist verdächtigt und ja, aber es ist ein HarperCollins-Roman. Es ist ein Thriller und ich erwarte mir da unglaublich viel davon, auch wenn es ein Thema hat, wo ich sage, ja, klingt irgendwie wie eine 0815-Geschichte, aber ich glaube, es wird mehr dahinter stecken. Dann habe ich hier Minusgefühle von Jana Seelink, Mein Leben zwischen Hell und Dunkel. Ist wieder eine Depressions-Erfahrungsbericht, das mir sehr empfohlen wurde von vielen, die auch sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und deswegen musste ich es haben und es lesen. Dann habe ich noch original verpackt, allerdings hat es nur 4,99 € gekostet beim Hugendubel von Lionel Shriver, Großer Bruder. Ich habe von Lionel Shriver gelesen, Liebespaarungen oder Liebesbeziehungen. Ich glaube, Liebesbeziehungen heißt es. Oder Liebespaarungen? Ich weiß es nicht. Und ich fand es großartig. Das ist, glaube ich, auch in einem meiner Bücherschätze, einem meiner ersten Bücherschätze vorgekommen und wurde von mir empfohlen, denn ich fand es super cool. Und ich habe seitdem aber nie wieder was von dem Autor gelesen. Und ja, und als ich das gesehen habe, es hat 4,99 € gekostet, ich war gerade unterwegs und hatte irgendwie voll Bock, es zu lesen und... habe mir dann irgendwas von dem Autor geholt und es irgendwie immer noch nicht gelesen, weil es immer noch original eingeschweißt ist. ja, und es geht irgendwie voll um Brüder. Also der eine ist eigentlich ein erwachsener, gestandener Mann, doch jedes Mal, wenn sein großer Bruder zu Besuch ist, wird er wieder zu einem kleinen, völlig ahnungslosen, unselbstständige Person und wie das irgendwie so miteinander kollidiert und so, darum geht es halt in dem Buch. Dann habe ich von Albert Camus Der Fremde in dieser Bild-Nobelpreis-Bibliothek. Ich finde die unglaublich cool. Ich hätte eigentlich gerne alle aus dieser Reihe gehabt, weil ich diese Aufmachung unglaublich toll finde. Ich weiß nicht, wieso. Sie ist eigentlich nichts Besonderes, aber ich finde es total toll. Und ja, ich mochte ja Die Pest von Albert Camus unglaublich gut. Man muss extrem viel zwischen den Zeilen lesen bei Der Pest, denn es geht da um viel, viel mehr. Und wenn man sich ein bisschen in der Hintergrundgeschichte von Albert Camus beschäftigt, dann weiß man, dass Die Pest nur eine Symbolik praktisch für was ganz anderes ist, was ich unglaublich cool fand. Und deswegen wollte ich noch mehr von ihm lesen, habe ich mir damals das hier geholt, aber immer noch nicht gelesen. Oh.
Dann habe ich hier Mein Mann, der Alkoholiker, eine wahre Geschichte von Christine Heeg. Wird das so gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ist auch ein Erfahrungsbericht über eben eine Frau, die mit einem alkoholkranken Menschen zusammenlebt. Und mich interessieren solche Situationen unglaublich gern. Unglaublich gern ist falsche Aussage. Unglaublich, was so Co-Abhängigkeit und sowas angeht, weil ich das unglaublich interessant finde, psychologisch gesehen, dass Menschen in so einer Co-Abhängigkeit verfallen und dann einfach wirklich fast diesen Abhängigen mit unterstützen, ohne das zu sehen, dass sie eigentlich die ganze Zeit ihn unterstützen. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich mir dieses Buch geholt. Dann habe ich mir gekauft Creepers, der Fluch der Hexe von Joanne Dahme. Dieses Buch habe ich mir gekauft, nachdem ich bei der das erste Bücherschätze-Video mit Sarah Story gemacht habe. Und sie von diesem Buch total geschwärmt hat. Und sie meinte, das wäre so gut gewesen und ihr noch so gut in Erinnerung und, und. Und ich habe es mir daraufhin gekauft, aber ich habe es bis jetzt immer noch nicht gelesen. Ja. Aber wenn ihr wissen wollt, was sie dazu gesagt hat, ich verlinke euch gerne das Video oben, dass ihr mal reingucken könnt in das erste Bücherschätze-Video-Special mit Sarah Story. Die hat auf jeden Fall sehr von diesem Buch geschwärmt. Dann habe ich hier von Rick Riordan, oder wie auch immer man den ausspricht, die Kane-Chroniken. Und tatsächlich habe ich den ersten und den dritten Band und der zweite fehlt mir. Irgendwann mal muss ich mir den noch zulegen, aber ich werde mir den erst kaufen, wenn ich den ersten gelesen habe und für gut befunden habe, dann werde ich mir den zweiten kaufen. Den dritten habe ich nämlich irgendwann mal ganz günstig irgendwo mitgenommen, als Mängelexemplar. Deswegen, ja, habe ich den ersten und den dritten, aber leider nicht den zweiten. Aber ich glaube, es wird mir gefallen, denn ich mochte ja Percy Jackson unglaublich gerne. Und hier geht es ja um die ägyptischen Götter und was sollte mir da eigentlich nicht gefallen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das nicht gefallen kann. Aber ja, dann hole ich mir irgendwann mal den zweiten Teil. Oh, komm her. Dann habe ich hier von Brooke McEllery Slow, einfach leben. Ich finde die auch mal unglaublich schön. Das ist so eine, hört ihr das? So leinengebunden. Und es geht hier einfach um die Entdeckungsreise zu Einfachheit, Entschleunigung und Gelassenheit. Das sagt ja schon der Titel. Ich finde die Aufmachung unglaublich minimalistisch und toll. Und ich wollte mich da einfach reinlesen. Ich brauchte dieses Buch. Dann habe ich hier noch von Charlotte Wood, Der natürliche Lauf der Dinge. Es ist im Arktis Verlag erschienen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das, aber ich habe aus dem Verlag Epidemie gelesen und fand das so gut. Und auch die ganzen anderen Bücher, die in diesem Verlag erscheinen, klingen alle irgendwie toll. Ich weiß nicht, ob das an dem Titel liegt und ob das an dem Verlag liegt, dass die alle gut klingen, aber die klingen einfach alle großartig. Und hier, ich weiß gar nicht, worum es hier genau geht. Es geht um... Moment. Es geht hier um verschleppte Frauen in der Wüste. Sie werden dort gefoltert und gefangen gehalten und sie wissen überhaupt nicht, warum sie da sind. Aber sie wissen, dass sie erfahren dann, dass sie Teil eines perfiden Plans sind. Es klingt unglaublich gut. Ich meine, Bücherwunder hat das gelesen und davon geschwärmt. Und ich glaube, deswegen habe ich es mir gekauft, meine ich. Ja. Ja. Komm her. Und dann habe ich als letztes hier in dieser Reihe von Lo Malinke, Alle müssen mit. Das ist ein Buch, das habe ich mir gekauft, nachdem ich Alle unter einer Tanne gelesen habe. Hieß es so? Ich glaube schon. Ebenfalls von diesem Autor. Und das fand ich so gut, das hat mir so richtig Spaß gemacht. Es war witzig, es war gut durchdacht, es war unterhaltsam und ja, und daraufhin brauchte ich noch irgendwas anderes von diesem Autor, das ich mir dann gekauft habe und das immer noch hier steht. Seit einem Jahr. Ja, was sollen wir denn reden über Sub, ne? Wir kennen das. Die stehen dann alle irgendwie hier rum und werden nicht gelesen, aber ja. So, ich räume die Bücher jetzt wieder ein in den Stapel und dann gehen wir zum nächsten Regal.